Ja, und wieder willkommen zurück zu meinem Twitch-Channel bzw. zu Players Unknown. Und ich hoffe, jetzt läuft mein Internet wieder richtig. Man sieht mich jetzt, ja, ich bin wieder live. Dauert ja ein bisschen hier, um zu sehen, ob was ankommt. Ich hoffe, man sieht mich. Tollen Bildschirm. Deswegen gucken wir jetzt mal kurz. Ja, eigentlich sollte das Spiel auch gezeigt werden. Müssen wir einmal kurz das Spiel starten. Was war das dann eigentlich gerade? Okay. Einmal kurz das Spiel einmal raus und wieder rein. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht noch einmal selber noch irgendwie neu starten. Dann. Ah, ich sehe ein Bild. Nix Schwarz. Farbe. Und bunt. Gut. Dann drücke ich einfach mal Play, Player. Battlegrounds. Player Unknown Battlegrounds. The Ultimate Life and Death Fight. Ich hoffe, man kann mich hören und verstehen. Ich wollte eigentlich. Ich höre hier schon irgendwelche Kugeln fliegen. Blau-Brun. What the fuck? Ah. Lange nicht gesehen, aber wiedererkannt. So sehe ich momentan auch aus. Ganz kurze Haare für den. Für den vorigen Sommer. Oh, hier ist irgendwas. Welche Taste war das für die Chats ausschalten? Einstellung. Steuerung. Obwohl, ne? Hört sich nicht schlecht an. Ah gut, egal. Wir kriegen hier Musik, ich hoffe, wir kriegen keine Probleme mit der GEZ. Nicht GEZ, doch. Nee, nein, mit dem Rundfunk-Ding. Oh, scheiße. Brauch mal Kaffee. Waschli. Oh, was war das denn? Oh, ein. Алло, блядь, мини, русский, алло. Чё тебе надо, осёл, вы, слава Украине. Зикхай, блядь! Фума скай! Да не скачет Галь! Зикхай! Русская свинья! Also der Konflikt von den Russen und von den Ukrainern, der trägt sich sogar in Spiele weiter. Spring einfach mal hier jetzt. Nehmen wir die Häuschen, die drei Häuschen, und dann gehen wir nach rechts rüber. Ich hoffe, falls überhaupt ein Zuschauer jetzt gerade da ist, ob die Stimme und so alles gut ankommt. Ich weiß es nämlich gerade nicht, ob alles so klar geht mit der Audio und Video. Hoi! Ja, toll, Rotpunktvision, das brauche ich ja nicht. Aber eine Knarre haben wir schon mal. Also eine ist schon mal gut. Oh. Den Kram brauche ich ja jetzt erstmal nicht.
Ja, VSS, ich bin glücklich. Mit Scope? Let's go, ne? Die haben sie ja automatisch drauf, oder? Hallo, die Waldfee. Und ich bin auch noch im Ding drin. Wird ja mal besser. Ich hab auch noch eine zweite Feuerwaffe gebrochen. Oh. Ein rotes Punkt des Visier. Oh. Das habe ich gehört. Kein Platz mehr. Ich glaube, dann schmeißen wir einfach mal die raus. Jetzt mir das immer gut, falls man doch mal wieder irgendwo im Dingen hängen bleibt. Eine Utze. Die Brechstange nehmen wir hoch mit. Auch nicht. Ich meine, Rotpunkt für sie will die Uzi. Die liebe Uzi. Oh, da lag was. Nice. Bin so außer Übung von dem Spiel, dass ich werde bestimmt die ersten paar Male sterben. Würde mir gerne dabei zuschauen, wie ich sterbe. Feuer. Falls einer kommt, kann ich ihn durch wegballern. Hier hatte ich, glaube ich, alles aus der Wende noch. Oh. Achso, das sind die Vögel draußen. Ich dachte schon. Hier singt einer für mich. Oh, wieder mit den Tasten auch klarkommen und alles. Das ist ja. Ich schon. Ein Energy Drink. So? Ist das nicht, dass man den auch benutzen kann? Was sonst schon mal ein Schmerzmittel rein, ein bisschen Energy. Eigentlich müsste ich den Kram ja auch bewahren für die erste Runde, aber egal. Oh ja, Stufe 2 ist gut. CP kann ich nicht gebrauchen. Ui. Kann ich das? Nein, kann ich auch nicht. Ein Rucksack, endlich. Ich habe einen Rucksack gefunden. Also das haben sie noch nicht geändert. Der Raum ist meistens leer. Ein Verbändchen mitnehmen. Ich hätte gerne Medikit. Leider ist ja auch keins. Oh, Bombardement. Denk hier schon an. Da hatte ich alles. Ja, jetzt ist die Frage Strand. Bisschen. Gehen wir auch nochmal hoch. Gehen wir auf Einzelfeuer. Hoffen, dass wir nicht erschossen werden, wenn wir jetzt laufen. Ja. Feuerfahr. Oh, da kam was. Das war in der Richtung.
Ist das der noch da unten? Oh, wo kommen die Schüsse alle her? Glaub, ich geh mal hier rein. Keiner gekommen? Warte. Eine Brille nehmen wir doch mit. Das müssen entweder eine oder zwei Schützen gewesen sein, ne? Ein Schütze in der Richtung, da wo die Furche steht, hatte ich gedacht. Ja, das ist ein Vorteil, weil ich jetzt von oben runter gucken kann. Aber der Nachteil ist, dass ich ja gar nichts von der ist. Da hinten fährt ein Auto. Könnte er gewesen sein. Muss er nicht. Gehen aber mal raus. So ein bisschen mutig zu sein, ein bisschen laufen hier, ein bisschen. 59. Für den. Stimmt gleich voll in die Fresse hier von irgendeinem. Also ein Auto ist von da gefahren. Sind ja in der richtigen Richtung ungefähr. Die Häuser werde ich nicht gehen. Mir ist zu gefährlich. Für diejenigen, die dann sowieso da irgendwo stehen, da wird das richtig. Die werden richtig absahen hier. Warten denn, dass die Leute so blöd sind, so wie ich, hier irgendwo reinzulaufen? Jupp. Naja. Genau das dachte ich mir schon. Bam! Voll erwischt. Komm, zeig dich. Oh komm. War wieder klar, oder? Da jetzt. Oh, oh. Ah ja. Ja, egal. Am Anfang wird sowieso schwierig sein, wieder reinzukommen. Da, da, Ausgang zur Lobby. Guck mal, so wieder reinkommen in das schöne Spiel. Gleich wieder Start mit Schmelke. Wisst ihr, an wem mich hier der Typ hier erinnert hier? Wenn er so die Haare unten, naja, die Haare fast ganz glatze und dann so der 3-Tage-Bart noch ein bisschen länger und wenn er dunkelhäutig wäre, also ein Schwarz praktisch, von der neuen Serie von bei Amazon hier, American Gods, ein Schauspieler, der ist echt gut. Den habe ich bei 100 gesehen als Link oder Linken. Fand ich ihn echt auch schon, hat er gut gepasst. Authentischer Schauspieler kann man sagen. Jetzt suchen wir nochmal die Taste für kurz. Steuerung. Und,
Zeug, interagieren drücken, falls ist der ja, okay. Jetzt funktioniert. Okay, Vollmus. Vorwärts, Air Control, Handbremse boosten. Was ist denn, wo ist denn diese? Ja, das war eine Taste, gut. Also wir haben keine Störung mehr auf den Sitzen. Wir können hier weitermachen. Oh, 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 was jetzt? Boah, ich dachte schon. Wir haben mal kurz ein Lag. Hier ab. Gucken wir vielleicht, dass wir ein bisschen weiter nach hinten zu den Häusern Richtung der Stadt da kommen. Schon wieder dieselbe Stelle? Ja, fast. Das gefällt mir da mit dem Lagerhaus. Das sieht gut aus. Da irgendwie mit jemand auf dem Weg? Da hinten ist einer. Aber wenn man sieht, soweit gut. Jemand da, der sagen kann, wie die Qualität so ungefähr ist? Am Stream? Jetzt, momentan so? Oh, die Waldfee. Gleich ins große Haus. Oh nein. Nein. Nein, ich dachte gerade. Nein, ist leer. Ist nichts mehr. Oh nein. Ich will sterben. Schalldämpfer, der mir nichts bringt. Super. Links ein Rucksack. Ein besserer Start als vorher. Kann ich die Verbände ja mitnehmen? Mach die Türen immer gerne zu, weil dann. Falls einer. Von außen nämlich kommt, dann höre ich ihn ja. Oder ne, von außen, wenn er reinguckt. Dann sieht er mich nicht gleich. So war das. Schwarzes Hemd habe ich. Oh. Hab ich gesehen. Natürlich. Halt einfach. Oh ja, finde echt. Schade. 16:04. Was ist diese Waffe? Ist halt gar keine, ne? Hier noch? Oh ja, jetzt. Jetzt wird die ganze Sache ja mal interessant. Hier noch. Ach, hat er. Das wollte ich gar nicht. Hab ich hier geguckt? Nochmal. Irgendwo noch so ein Magazin. Ohne nur. Sie. Ich glaube ich, ne? Dann gehen wir mal rüber oder raus vielmehr. Bin zwar in der Zone, aber. Da haben wir ein Auto. Ich habe zurzeit leider auch andere Kopfhörer auf und höre dann auch nicht richtig, ob hier irgendwie was ist. Ich hoffe, ich sterbe nicht deswegen wieder. Oh yes! Ska no, eine SKS sogar noch! Geil! Ja, jetzt geht's ja richtig ab. Aber ich tausche wohl die Scar. Dann nehme ich ein Wechselding hin. Ah, geil.
Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's. Wenn ich nicht sterbe. Ich weiß gar nicht weg. Auto. SKS. Dann nochmal wenigstens einen ordentlichen Ding krieg. Dann könnte es lustig werden. Also von der Bewaffnung her, Erfolgschancen gehen gut. Oh, besser als nichts. Ja, für den Nahkampfbereich. Nicht schlecht. Kann ich hier eine gebrauchen sonst? Nö, nö. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, ob irgendjemand sonst. Also da hinten war ja einer runtergekommen mit mir. Gibt ja nichts Besseres. In einen reinzulaufen, wenn er Dingen hat. Eine Pumpgun. Hat sich das Spiel ja auch wieder schnell erledigt. Oh, eine Vektor. Scheiße. Naja, mein Kollege, der hätte sich jetzt gefreut. Er spielt gerne mit der Vektor. Also jetzt nicht bei hier, bei dem Spiel, sondern beim anderen Spielen. Wieder mitgenommen. Ja. So, also wir sind im Bereich. Wir sind gut ausgestattet. Relativ gut ausgestattet. Könnten ein Auto... Ne, haben wir gar nicht. Auto. Dann warten wir lieber nochmal den Bombenangriff hier ab. Bisschen konzentrieren hier. Ele, konzentrier dich. Nicht, dass du wieder erschossen wirst von irgendjemandem. Kleines Haus. Oh, was ist das denn? Bogen. Oh, brauche ich doch gar nicht. Wieder mitgenommen. Ich habe die Hose gewechselt. Zwischendurch sollte man auch die Hose wechseln. Gerne ein anderes Scope. Dann wäre die Sache wenigstens ein bisschen lustiger. So. Bewegen wir uns mal. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht weggeballert. Ich habe keine Lust, diesmal die ganze Zeit irgendwo in irgendwelchen Häusern rumzuschlummern und immer nur zu gucken, ob irgendwas passiert. Wow. Habe ich mich gerade verjagt. Gut, der fährt mit seinem Auto. Hätte ich jetzt ein anderes Scope, hätten wir ein paar Wetten abschließen.
Hans? Ja, wieder ein Schlauberger. Ja. Die Wahrscheinlichkeiten standen wieder recht hoch, wieder erschossen zu werden. Sind oben an den Rändern langs. Ja, eigentlich fernhalten, wa? Nur von den Häusern. Cool. Der sei der Schüssel. Risiko, spielen Sie auf eigenes Risiko. Schon lange nicht mehr so nervös gewesen. Wow. Ist ja echt. Okay, sind wir schon mal, laufen wir schon mal in den Bereich. Das ist gut. Das ist gut. Können wir uns schon mal richtig gut erschießen lassen, weil wir schon mal in die richtige Richtung laufen. Haha. Dann ist das Fliegerzeug direkt richtig geflogen. Diesmal über den. Über den richtigen Bereich. Offenes Gelände. Ich glaube, heute bin ich echt suizidgefährdet. Mal, ich mach mal eine so eine Folge nur und rede einfach mal über hier meine Gedanken über Survival. Ich glaube, das wäre auch mal gar nicht mal so schlecht. Mal so ein halbes Stündchen und einfach nur mal drüber reden, wie ich das machen würde. Ich glaube nämlich, okay, mal abgesehen jetzt von solchen Titeln hier, sowas wie die Spiele hier mit Hunger Games und so alles, auf sowas würde ich mich, glaube ich, gar nicht einlassen. Egal, was mit dem Preis am Ende dabei rauskommt. Ich glaube, da kann mich keiner zwingen zu. Aber so rein aus Interesse halber, was würde passieren, wenn auf einmal so ein Virus die Welt ausrotten würde? Oh! Die Schüsse kommen von hinten. Und ich renne genau dahin, wo das nicht lustig aussieht. Ja. Ah, deiner drin ist? Doch mal rein. Wir wollten rein. Ihr Schweine. So. Sind wir schon mal in Sicherheit, in einer sicheren Zone. Gucken, ob wir Leute erschießen. Wow. Böse. Ist ungemein. Nein, aber wenn so ein, was weiß ich, Virus, ich könnte ja auch mal erzählen, was ich machen würde, wenn so eine Zombie-Apokalypse kommen würde. Ich hab auch gerne dieses Hörspiel gehört hier von dem Dreierband von der Apokalypse. Hab's bei YouTube, kann ich Ihnen empfehlen.
Mit der Stimme von Batman. Das war geil. Ich hab mir fast die ganzen, glaube ich, 8, 11 Stunden fast am Stück reingezogen, weil ich das voll geil fand. Da ist voller Spannung da. Und es wird ja Tagebuch der Apokalypse, hieß das. Genau, Tagebuch der Apokalypse. Geiles Hörspiel. Und wer die Bücher kann er sich ja auch kaufen. Und hier fliegt gerade ein Helikopter über meinen Kopf. Also jetzt nicht im Spiel, sondern in real life. Das Lustige, was ich noch lustig finde bei der ganzen Sache, ist bei diesem ganzen Survival, die Leute heutzutage, die denken denn, ja, Videospiele und toll und Survival und die Hälfte von allen Videospielern, glaube ich, würde schon in der ersten Stunde verrecken und verkacken, weil die einfach nicht fit genug sind. Meine Meinung. Ja. Ich beschäftige mich jetzt schon seit, glaube ich, 6 oder fast 7 Jahren mit Survival. Und da, was ich da manchmal wie Leute gesehen habe, die sich dafür interessieren, selber auch für Survival, handwerklich Fähigkeiten, so, sind echt gut. Aber wenn das da heißen würde, beweg deinen Arsch mal von hier nach da, die meisten würden verkacken. Hier. Nichts los. Oh, ein Energy Drink. Ich habe nicht so viele Bindungsfeuerstücke für die Scheiße. So, also hinter mir war Feuer gewesen. Also da hatte einer der Richtung. Oh, wir sind genau richtig. Das ist gut. Das ist gut. Bin ja mal gespannt. Oben ist einer. Bleibt er da und positioniert sich. Okay, der wartet. Also der will abräumen von der Seite. Weiter, weiter. Es kann auch sein, dass sich jemand überfahren hat, wa? Ja, gerade ich gucke die ganze Zeit, mache den Hals selber hier, verrenke ich gerade und gucke den immer rüber. Aber man sieht ja nicht mehr. Oh. Ja, da oben fährt das Auto. Nee, da läuft einer. Okay. Ach Mist, hätte ich doch wenigstens das Scope. Der SKS hätte ich vielleicht ein bisschen was machen können. Da fährt das Auto. Also der eine Spieler war ja da oben. Ob das? Na, ich glaube nicht, dass das die waren. So, und
dann müssen wir uns langsam unseren Popo bewegen, bevor wir hier gleich in der Lauerstellung. Deswegen schmeißen wir uns jetzt einmal Arznei rein. Pharmaindustrie dankt uns. Dann noch einmal Red Bull verleiht Flügel. Dann ist er hier für Benzin hier rausschmeißen. Den brauchen wir sowieso dann nicht. War auch nicht. Oh. Okay. Oder wir warten nochmal ganz kurz. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal ein paar Sachen drin. Und das kann 31 übrig. Wechseln. Aber wie war nochmal das mit den... Gab's kein Ding mehr? Dieses Drawing, Rising für das Schießen, für die Reichweite. Irgendwie auch was, oder? Naja, wir bewegen uns mal raus. Wenn wir sterben. Kenn ich ja. Ich bin ja immer bei meinem Talent einfach nur, weil ich nicht früh genug dahin laufe. Übrig. Da wird jemand sicherlich im Haus sein. Also ich wär's. Speichern. Ah. Ah, scheiße, verkackt. Ah. Hätte ich mich hingelegt, hätte er freie Bahn noch mehr gehabt zum Schießen. Ach ja, ach ja, ach ja, ich habe echt Glück heute, ja. Vor allen Dingen bei dem Spiel ist auch noch das Wichtigste, man muss eigentlich viel schießen, damit man dieses scheiß Waffenhandling. Wer das kennt von jedem Shooter, einfach Waffenhandling, das muss man drauf haben, sonst bringt keine Schießerei etwas. Ich hätte mal Lust versuchen, hier einmal um die Top 10 zu kommen, nur mit einem Messer. Das wäre geil. Survival only with a knife. Das wäre witzig. Oh, es regnet. Erde wird nass. Regentropfen, die an meiner Mattscheibe klopfen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Welche Flugbahn haben wir? Also einmal Diagonal. Oh. Also, die Lags sind vom Server ausgehend. Netzwerk, ja. Oh, ein bisschen Action hier in der Stadt machen wir was. Kommen wir vom Norden runter. Ich finde das hier ganz oben ganz witzig. Als wir hier alleine sind, sind schon ein paar Möglichkeiten hier. Falsche Seite wieder ausgesucht. Same shit every year.
Oder der Ton wurde schon leiser. Bin ich schon reingegangen. 2 Helmchen. Stufe 2 Rucksack. Sogar verschiedene Farben aussuchen, wie es aussah. Lord Helmchen. Tja, und Waffe haben sie keine. Gucken. Ah, wenigstens eine kleine. Wenigstens sterbe ich nicht wehrlos. Ah, der Zaun. Ui, schicker Mitz. Da jemanden haben, der sich da eingenistet hat. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Häuser. Also wenn hier keine Sau ist, dann hat man echt Glück. Hier kann man auch gute Waffen finden. Wollen wir mal. Hoffen wir einfach mal. Ah, eine AKM. Ah, oh, das passt nicht. AKM ist gut für einen Starter. Zählt gar nichts. E-Vektor. Ja, ich habe einen Revolver. Ja, sowieso. Ah, hier noch was Schickes. Komischerweise ist im Badezimmer nichts. Können wir wieder raus. Hoffen, dass da auch keiner ist. Befinden uns zumindest auch direkt im inneren Bereich, das ist gut. Okay, das sieht unbenutzt aus. Oder? Ah, sieht um. Das ist aber auf jeden Fall. Ah, da, da. Oh. Nimm alles mit. Geil. Also wir sind von der Ausrüstung her gar nicht mal so schlecht. Alles Stufe 2. Hab ich leider gar nicht geguckt, der hier fliegt. Oh, jemand eine Bratpfanne? Gasmaske können wir auch mitnehmen. Eventuell die Runde Pussy machen? Oder nicht? Nein, ne? Pussy ist scheiße. Oh, oh, oh. So, wäre hier einer vor mir gekommen, dann wäre es gewesen. Ne? Dann wäre es gewesen.
Also für meine Waffe kriege ich heute Munition. Mit jemandem Bett unten im Erdgeschoss. Da tauschen wir doch lieber mal. Boah, geil, ja, das sieht echt gut aus. G-Schalter. Kommen wir raus, oder? Ui, wie hoch geht das denn hier eigentlich? Lange her? Irgendwie erschrocken. Okay, hier kommt man raus. Nein, brauchen wir gar nicht. Ein bisschen hier, Schüsse waren ja von der Richtung. Auto wegstecken. So, was machen wir jetzt? Ich habe leider kein Visier. Mit der Pump-Action hier wäre ja echt nicht schlecht, einfach drin zu bleiben, wa? Irgendwas wie ein komisches Geräusch habe ich gerade gehört. Eventuell war das ja ein kleiner Abpacker. Den Sit-In. Red ein bisschen über irgendwelchen Schwachsinn. Und hoffe, ich höre jemanden, wenn er kommt. Wir bleiben einfach mal auf dem Scheißhaus. Ne? Eine Runde mal versuchen, ein paar Punkte zu machen. Ja, der Camper gewinnt hier. Es sei denn, man ist so gut mit den Waffen. Kennt sich so gut aus. Und macht das mal eben aus dem FF. Sonst ist Camping eigentlich, um in die Top... Also erstmal, um in die Top 50 zu kommen. Reicht nur, um Häuschen bleiben. Danach unter die Top 30 zu kommen, reicht eigentlich, wenn man in den Bereich kommt, ohne getötet zu werden. Wenn man dann sieht... auch Leute vorbei, die sich gerne erschießen lassen. Ausgestiegen? Ich jetzt gerade gar nicht. Schon, ne? Thank you.
Wir fahren einfach mal rein. Und ich bin zu blöd, jemanden zu töten. So, wären wir wieder beim Waffenhandling. Ach ja, ja. Bestimmt gleich erschrecken und sterben. Wie immer halt. Erschrecken und sterben gehörte zu mir dazu. Und jetzt hier rein. Machen wir das einfach mal, oder? Hier ist keiner. Boah, ey. Das ist geil, ne? Box hier überall. Hätte ich vorhin gebrauchen können. Wieder erinnert der. Eine Renate. Ich schwing das immer gut. Hier oben. Muss ich Risiko eingehen? Oben. Nehmen wir den mal mit. Ja, eine SKS werde ich so nicht finden, oder? Die Sachen. Im nächsten Scheißhaus. Hier auf der Position ist gar nicht mal so schlecht zu bleiben eigentlich. So kann ich aber die Waffe hier nicht benutzen. Was denn? Ist okay, wird einer reinkommt. Warten wir mal ab, wie dich sich der Bereich verklappt. Ein Auto. Zwei. Action. Oh, Schüsse von da. Lass sie sich verfolgen.
Mal lieber kein Risiko eingehen. Na. Hä? Keine Kisten mehr? Da. Ui, Molotow-Cocktail. Schmerzmittel, Dinge. Gut. Kein Platz mehr. Benzinkanister. So, den habe ich zum Beispiel gerade überhaupt gar nicht gehört, richtig. Witzig, oder? Da. Drüben ist einer. Da draußen oder drüben. Außen und drüben. Nicht langsam muss ich mich bewegen, sonst komme ich hier gleich nicht mehr gesund weg. Deswegen war es drauf. Wir müssen jetzt. Einmal nochmal Schmerzmittel reinpfeifen. Energy reinpfeifen. Oh, ja, ne? Das ist immer das Beschissenste. Ich bin schon so oft gestorben, weil ich dann zu spät einfach losgelaufen bin. So wie jetzt ungefähr. Und man sieht ja, bis zuletzt kann irgendwo noch einer warten, der hat irgendwelche Medipacks und so wie ich jetzt irgendwie noch Schmerzmittel und alles und schmeißt sich den ganzen Shit rein. Und dann steht er hinter dir und schießt auf dich. Und du versuchst dann einfach nur zu überleben und einfach nur in diesen Dingen reinzukommen, so wie jetzt. Hüpf.
Komischerweise dachte ich eigentlich, dass mir Arzneimittel schützen. Wie es aber aussieht, nicht. Hm. Und ich hoffe, ich komme in den Bereich ohne zu sterben. Und dann hoffe ich, dass ich im Bereich bin und nicht sterben werde. Da ist ein Auto. Das heißt, hier ist wo einer. Aber ich bin jetzt erstmal sicher. Sie nebenbei mitnehmen, ne? Oh, Schüsse, Schüsse. Eventuell ist ja derjenige, der hat da vielleicht noch was liegen lassen hier irgendwo. Noch nicht, aber. Da habe ich noch was, ne? Oh. Regie. Wollen wir mitnehmen? Ah. So, wir laufen einmal ohne was und laufen, versuchen einfach mal schnell ranzubilden. Haha, direkt im. Ne, schade. Oh, das wird gleich böse. Wie gern hätte ich doch ein Auto gehabt. Aber ihr seht, 22. Einfach mal so. Nur einen erschossen. Auto links, oder ist das der? Was ist das Ding? Okay, wir kommen eventuell noch in den Bereich rein hier. Geschießen. Da ist doch einer, oder? Oh, oh. Nein! Ich hätte warten sollen. Egal! So kam ich unter die Top 20. Zwei Killer gespielt. Oh. Ach, ich Depp. Ich dachte aber nachher, wenn er gerade hätte, ich mich, hätte er sich bestimmt umgedreht in den Augenblick und hätte einfach was gegeben und. Match! Oh, you claimed. Oh, okay. Ja gut, wie ihr seht gerade ist, dass wir ein Update haben. Ich komme eventuell, das ist jetzt. Und dann komme ich einfach gleich wieder. Und dann. Ja. Also, bis gleich.